Wow, a vacation! We're finally taking a vacation! England, Greece, Arabia, Krakatoa, China, exotic ports of call! And we're not going to any of those places. Instead, we're here at a run-down old castle in the middle of nowhere. Well, I know you're disappointed, Robin, but we had to accompany Dr. Honeydew for the reading of his late uncle's will. It's important to be there for friends at a time like this. Oh, but I have a bad feeling about this, Uncle Kermit. I'm sure there's nothing to be afraid of. What's that? Relax, Robin. It's just a tree. Nothing to be afraid of. Nothing at all. I can't imagine anything living here except things that aren't alive anymore. Now, Master Robin. Uncle Petrie had quite a flair for the dramatic, but I assure you we're perfectly safe. Ah, a monster! Are you all right, Master Robin? Wake up again. Oh, what happened? The good news is that you, Beaker, Peppy, and myself are unharmed. What's the bad news? Unfortunately, your Uncle Kermit, Miss Piggy, and the others have been transformed into hideous monsters. Oh, no! See, oh, yes! We managed to escape, and I found my Uncle Petrie's secret lab. We're safe for now, but the Master's evil energy is permeating the entire village. Everything in the area is rapidly becoming evil, 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 evil. So what are we going to do? I'm so glad you asked me that question, my young friend. Here at Muppet Labs Europe, we have developed some special devices that will help you return our friends to their old selves and save the village to boot. First, this power glove is guaranteed to get even the most stubborn evil out of any monster. Once removed, the evil energy is stored in this clever backpack, lest it get back out into the world again. I must still be dizzy. It sounded like you said I would save everyone. The backpack and glove are designed specifically for the amphibian anatomy. Wow, what a coincidence. Don't worry, you won't be alone in your journey. Beaky and I will monitor your status constantly. But I think you are forgetting someone again. Oh, I'm terribly sorry, Mr. Pepe. My apologies. I will take it from here again. I, Pepe the King Prawn, will be broadcasting from this convenient little transmitter here to tell you how to get around the village. When you see my face, I will have something to say that will help you out. Together, we will save Kermit again. Kermit? Your Uncle Kermit. Oh, Uncle Kermit. This is what I said, okay? Kermit. I don't know. I've never done anything like this before. You can do it, Master Robin. Your uncle and all of our friends need you. Well, I guess I could give it a try. Enough with the talking. Get on with the saving, okay? You're a tough frog, okay? You're a brave frog, okay? Get the monsters! Get the monsters! Go, 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 go! Me, 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 me! Good luck, Master Robin. I have good news, okay? The hub, okay? From here, you can access all of the entire worlds, okay? You must, however, have enough evil energy to open some levels, but you also need Muppet tokens to open new worlds for you to explore. Ja, wisst ihr Bescheid, würde ich mal sagen, ne? Willkommen zu einem neuen Let's Test, zu einem neuen Let's Anspiel.
Und ich bin mir bis zum heutigen Tage noch nicht sicher, wie ich diese Reihe überhaupt irgendwie sinnvoll nennen könnte. Egal. Herzlich willkommen zu Muppet Monster Adventure, der englischen Version dieses Spiels. Eigentlich hatte ich es anders geplant. Ich wollte ganz gerne die deutsche Version aus meiner Kindheit haben. Allerdings habe ich die nicht wirklich gefunden. Wir hatten das damals auf CD. Die CD finde ich aber nicht. Und eine deutsche ISO habe ich auch nicht wirklich gefunden. Deswegen begnügen wir uns jetzt mit der englischen. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, worum es ging. Also da gibt es etwas Böses, was Kermit und Miss Piggy und so weiter und so fort in böse Monster verwandelt hat. Und wir müssen jetzt als der Neffe von Kermit quasi die Welt von den Bösen befreien. Und haben hier verschiedene Level zur Auswahl, beziehungsweise eigentlich nur einen, weil wir ja irgendwo mal starten müssen und das tun wir jetzt. Mehr dazu später. Die Hand ist on, okay? Genau, also es gibt hier verschiedene Collectibles, die wir dann einsammeln müssen. Ich könnte eigentlich sofort ein englisches Let's Play aufnehmen hiervon, ne? Und diese Musik, Leute, ist auch eine Musik meiner Kindheit mit. Auch lang vergessen, aber ich glaube letztes Jahr irgendwann wiedergefunden. Ich werde sofort ein paar Worte zum Spiel verlieren. Und zur Steuerung und so weiter und so fort. Jedenfalls, das Kuriose ist, ich habe eigentlich persönlich gar nicht so viel mit den Muppets am Hut. Also mit den Figuren und mit der Story und allem. Aber ich habe das Spiel als Kind irgendwie durch Zufall mal gefunden. Beziehungsweise mein Vater hat es halt irgendwie gefunden. Hat das dann besorgt und dann habe ich das damals halt ein bisschen gespielt. Wie es für mich damals üblich war, habe ich es auch nicht durchgespielt. Aber so ein bisschen zumindest. Und es hat Spaß gemacht. Die Musik finde ich schön. Die Charaktere sind speziell. Okay. Oh ne. Und ja. Eine Sache, die ich zum Beispiel auch nicht mal auf dem Schirm hatte. Ich hätte gedacht, wir sind Kermit, aber wir sind's ja gar nicht. Wir sind ja nur sein kleiner Neffe. Das heißt nur. Auf unsere Schultern wird viel geladen an Verantwortung, sagen wir mal so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, von wann genau das Spiel ist. Nicht auswendig zumindest, kann man irgendwie laufen. Ah ja, also ich erkläre mal eben kurz die Steuerung, die Basissteuerung. Mit X können wir springen, mit Viereck schieße ich hier aus meinem Super Evil Power Handschuh, womit wir das Böse ja absorbieren können, wie wir gelernt haben. Mit Kreis habe ich diese Schleuderattacke. Dreieck macht irgendwie gar nichts. Mit R2 drehe ich entgegensetzt des Uhrzeigersinns. Mit L2 im Uhrzeigersinn. Ne, Moment. Andersrum. Genau. So Meschugge bin ich schon hier von dem ganzen... Oh nein, oh nein. Und ja... Mit L1 können wir uns diese Stats anzeigen lassen. Und mit R1, ich brauche noch nicht mal eine andere Taste zu drücken, rennen wir. Das ist schön zu wissen, weil so kriegen wir nämlich vielleicht auch diese Vaue, da, die Vauen. Bevor ich zu ihm da unten hingehe, hallo, ganz ruhig. Hören wir uns, glaube ich, erstmal an, was er hier zu sagen hat. Kamera drehen. Ich glaube, hier muss ich wahrscheinlich... Nee, komme ich so noch nicht hin. Vielleicht später erst. Hola. As promised, I, Pepe, will be on the air to help you rescue Kermit and the rest of our friends. When you see my receiver, come up and hear what I have to say. Don't be shy, okay? Okay. Ein bisschen, ja, okay. Könnte so ein bisschen so der Udo Lindenberg dieser Welt sein. Egal. Ach ja, jetzt will ich das hier wieder sehen. So ein paar Sachen kann ich mich entsinnen. Es wird wahrscheinlich wieder so eine Stunde... Three more Waka Waka Werber Amulet Pieces and it will be time to climb again. Okay.
Also 3 Stück davon noch, insgesamt 4 brauchen wir, um klettern zu lernen. Und was ich sagen wollte gerade, es wird wahrscheinlich so eine Stunde lang gehen, dieses letzte Test, wie üblich, oder eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wie viel Lust und Zeit und sowas ich habe. Dieses Spiel, kann ich auch vorab mal sagen, wäre auch ein möglicher Let's Play-Kandidat für mich. Allerdings möchte ich dann gerne hören, was ihr davon haltet, ob ihr überhaupt Lust darauf hättet, also auf so ein Let's Play. Und falls dem so sein sollte, deswegen mache ich ja dieses Let's Test unter anderem, und auch weil ich das Spiel euch generell mal kurz zeigen möchte, für die PlayStation 1 übrigens natürlich, wie man vielleicht auch schon sieht an der Grafik, dann lasst es mich wissen und dann können wir mal darüber nachdenken, für irgendwann in der Zukunft. Mal schauen. Na? This is like Halloween. Trick or treat, okay? The pumpkin container is filled with evil energy you can collect if you shoot it. Or use just spin attack on it. Ah. Also hier haben wir... Das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass wir 2 Möglichkeiten haben für die Dinge. Ah, Kamera? Nein? Hola. Komm. Ich stand da schon vor dir. This spooky skull head is filled with mucho evil energy you can collect only if you use your spin attack again. So ein paar kleine kontextbasierte Angriffssachen. So ähnlich wie bei Spyro so ein bisschen. Könnte man mit der Feueratem vergleichen. Und vielleicht der Ram-Attacke. You should say to the helmet, stick him up again. It only opens if you shoot it. Don't go and spin, you'll just get dizzy, okay? Alles klar, also hier nur schießen. Was es genau mit den Sternchen hier auf sich hat? Mal gucken. Wollte schon sagen. Ah! Yay! Und da muss ich gerade wieder an Hercules denken. Für die PlayStation 1. Achso, ja, 3. If you collect all of these letters from around the level, it will spell bonus, okay? And something special will happen, okay? Those letters also spell Buson and Sonub. But I don't know what those words mean, okay? Du bist auch ein Honk. Also, wir können auch angreifen, wenn wir rennen. Oh, doch. Nee, Ola, sagt er, ja. Hey! Hola. Kann ich den überhaupt treffen? Ich weiß es gar nicht. Oder muss ich die irgendwo hinscheuchen vielleicht, damit was passiert? Könnte auch sein. You only need 2 more pieces of the werebear amulet. Genau. Der Mörder ist wieder der Japan. Und der Plan, schon den ist ein Kuh. Ach ja. Ist hier vielleicht was hinter noch versteckt? Nein. Ich habe ehrlich gesagt, muss ich leider gestehen, seinen Namen wieder vergessen. Wir sind auf jeden Fall, wie gesagt, der Neffe von Kermit. Nee, also ich kann sie nicht schädigen. Zumindest sieht es nicht so aus. Das dürfte ein Leben sein. Ja. When you find 3 more Mud Monster Amulet pieces, you'll be diving in the deep end again. 3? Noch? Es waren doch insgesamt 4, oder nicht? Auf jeden Fall können wir dann... Ach nee, das war wieder was anderes. Ja, dann können wir tauchen. The water looks nice, no? Agua fresca. You should jump in and swim around, okay? Okay. Okay, ja. Ups. Ach, die Musik. Als hätte ich sie gestern erst zuletzt gehört. An dieses Level kann ich mich noch einigermaßen gut erinnern. So, hier unten kommen wir jetzt noch nicht dran. Schneller schwimmen könnten wir übrigens auch nicht. Mit Sprint. So. Vielleicht muss ich auch ein Rennen mit denen laufen. Irgendwann. You only need 1 more piece of the werebear amulet. Ja, da war gerade mein Kater wieder an der Tür.
Ach, und hier kommen wir, glaube ich, zum Klettern hoch, wenn ich mich recht entsinne. Hier ist so ein Brunnen. Hier links ist auch so ein Turmeingang, glaube ich, so ein Schlosseingang. Ja. Ach, geil. Erinnerungen, die wieder aufkommen. Sowas mag ich ja immer. Okay. This pickup stores your status every time you pick it up, okay? Mhm. This means you don't have to keep saving the game. When you die and you have more lives left, you will reappear at the point you collected the restart pickup. I have no idea what this means. I just read it, okay? Okay. Also das hier ist unser kleiner Checkpoint. Für Leute, die mich aus unerfindlichen Gründen gerade nicht hören konnten, stand es auch nochmal dick und fett auf dem Bildschirm. Und anscheinend können wir da so oft rein, wie wir wollen, was ich ziemlich cool finde. Collect all four Nosferatu Amulet pieces and you'll be a flying frog in no time, okay? Jo, fliegen können wir ja auch noch lernen. Ach, geil. Boah, ich hab voll Bock auf das Spiel hier. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lang das ist. Falls jemand das von euch weiß, so in etwa, ob es jetzt sehr lang ist oder geht so lang ist oder lang ist, also irgendwie ein asiatischer Klaviervirtuose, dann könnt ihr mir das gerne auch schreiben. Und natürlich auch gerne, ob ihr das Spiel schon kanntet. So das übliche. Der übliche Kladderadatsch. Oh, einen noch und dann haben wir 100. Der Kampf ums Herz. Auch Liebe genannt. Ah, die blauen zählen 5, alles klar. Die grünen zählen 1, das sehe ich jetzt erst, alles klar. Ja gut, was die roten jetzt gezählt haben, weiß ich jetzt nicht, weil wir 2 eingesammelt haben. Ach, das hat alles ein bisschen was von Spyro, finde ich hier. Von der Grafik, von der Aufmachung hier. Oh, vor allem das Ding hier, das hat ja immer mega was von Spyro, der Glitzerstrudel. Hoi doch. Habe ich noch was vergessen? Ich denke immer die ganze Zeit aus der Ferne, als wäre noch was Neues, weil man den Stern erst spät sieht. Ups. Schwein gehabt. Ja, da kann ich mich auch noch entsinnen. Da ist wieder der Evil Gärtner da hinten und ein Buggy V. Ich hab dich befreit, sei froh. Da hinten muss ich wahrscheinlich erst was dafür lernen, könnte ich mir vorstellen. Was macht Select? Ach, zack. Das ist ja cool. Okay. Und hier können wir ihn wahrscheinlich dann irgendwie befreien. Das heißt, es gibt anscheinend 6 große Areas. Ich bin echt so ein bisschen auf dem englischen Trip gerade hier. Ich passe mich immer meinen Geflogenheiten an. Aber auch da habe ich ja schon mal an anderer Stelle gesagt, ich könnte mir vorstellen, mal ein englisches Let's Play zu machen. Warum nicht? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich des Englischen ziemlich gut mächtig bin. Aus mehreren Gründen. Was ist das denn? Die Totenkopfkisten waren nur mit dem Dingens hier, genau. Boah. Okay. Laufen wir mal eben hier durch. Jo, 51% haben wir schon. Ein Buchstabe fehlt jetzt noch. Das kommt wahrscheinlich alles da hinten. Deswegen gehe ich jetzt einfach erstmal da weiter. Wir können immer noch mal wieder zurückgehen. Schauen wir mal hier. Okay. Oder? Ja, das war jetzt selbsterklärend. Deswegen brauche ich ihn da, glaube ich, nicht anzuhauen. Ich wollte schon sagen, ich habe ihn doch schon mehrfach getroffen hier. Ich muss übrigens auch nicht ganz genau in die reinlaufen, glaube ich.
Obwohl, doch mehr oder weniger schon. Ah, das könnte der letzte sein. You only need two more pieces of the Nosferatu amulet, okay? Ach, das ist das Zeichen für das Nosferatu-Zeug gewesen. Alles klar. Ach, das Witz ist so richtig schön, das Spiel. So. Jo, dann gehen wir mal da runter. Ich glaube, das war dann irgendwie, wenn man zweimal X drückt, kann man dann gleiten hinterher. Wie hast du mich denn jetzt von hier hinten so wahrgenommen? Du Fiesbär. Hola. Hola. Congratulations! You have collected enough evil energy to open the next level, okay? Okay. Aber will ich noch gar nicht, okay? This is a switch, okay? This and others like it can do mucho things, okay? From opening doors to changing the world around you. Okay. Kann ich dann einfach hier... Ah, einfach anschießen, alles klar. Auch das hat Ähnlichkeiten zu Spyro. Da, 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 da. Yeah! Also ich weiß nicht genau, was die bedeuten, aber es kann sicherlich nicht schaden, die einzusammeln. Also mach was einfach. Didip, ganz pragmatisch. Da, 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 da. You only need one more piece of the Nosferatu amulet. Da komme ich noch nicht hin. Ja, dann können wir eigentlich erstmal nur hier hin. Da oben. Ah, da kommen wir wahrscheinlich erst hin, wenn wir fliegen können. Könnte ich mir vorstellen. Ach, ist das schön. Schönes, ruhiges, kleines Spiel. Aber wie gesagt, ja, ob es klein ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ultra lang ist, aber man weiß es nicht. Ah, ja, sag mal, was mit denen auf sich hat. Everybody ready? Okay. On your mark. Get set. Go, 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 go. Okay. Also ein Rennen. Habe ich jetzt einen Frühstart gemacht? Ich weiß es nicht. Way to go, okay? Hey, you give him the Muppet token, okay? Ich finde den Kerl super. Dankeschön. Also ein Muppet token. Ach genau, das waren die Dinger. Alles klar. So. Dun, 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 dun. Genau, da waren wir ja noch gar nicht. Da hinten sind wir auch eben dran vorbeigelaufen. Ich glaube, hier ist kürzer. Zwar bei der Burg. Da konnten wir ja zu dem Fall, wo ich gesagt habe, da kann man hinterher klettern. Hilfe. Da kann man ja hin. Hola. Oh doch. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Hm. Ah. Hola. Good work, amigo. The Waka Waka Whale Bear's power to climb is yours, okay? Mm-hmm. I'm certain you'll stay on top of every situation from now on. Alles klar, also ich fasse das mal kurz zusammen. Es steht dann immer, es erscheint dann immer da, wenn wir klettern können. So wie hier jetzt zum Beispiel. Und dann können wir... Waka Waka Woo! Wenn wir... Yo!
Wenn wir Dreieck drücken, jetzt hat die Taste auch eine Funktion, können wir diese Power einsetzen und mutieren dann kurzzeitig zu den Viechern. Aber zu dem Waka Waka Wanda Wonderbird. You only need two more pieces of the Mock Monster Amulet. Was das jetzt konnte, weiß ich jetzt nicht auswendig mehr, ehrlich gesagt. Ah, sieh mal einer, guck, jetzt kommen auch hier rum. Yes, mir, you only need one more piece of the Mock Monster Amulet, okay? Aha. Ich mag, glaube ich, echt so Spiele, wo man so Sachen einsammeln kann einfach. Ich bin so ein Fan von so Einsammelsachen. Wie hier. Ich war übrigens eben mal absichtlich ein bisschen stiller beim Rennen, nicht nur, weil ich mich konzentrieren wollte, wo es ging eigentlich, weil es nicht so extrem schwer, aber einfach auch, damit ihr die Musik nochmal so hören könnt. Hola. Ready for some in-depth interviews? Mucky the Muck Monster's swim power will let you run silent, run deep and explore more underwater. Ah, alles klar. Ich bin ja meist eh so ein Fan davon, das selbst auszufinden, wie es geht. Genau, mit Dreieck können wir wieder die Power auswählen. Mit Viereck schwimmen wir einfach schnell. Und mit Kreis ist dann hier unsere einzige Rippala-Attacke. Alles klar. Ich glaube, ich bleibe aber erstmal beim X, denn damit kommen wir hier besser zurecht. Was sagt er da immer? Weiß es nicht. Ja, das sammle ich erst zum Schluss ein, sonst wären wir hier wieder rausgebeamt. Denn da oben waren wir ja auch noch nicht fertig. Ich bin ja auch, glaube ich, leicht schneller unterwegs, als ich es eigentlich sein müsste. Was aber vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich euch natürlich einiges zeigen möchte. In einer Stunde. Denn eine halbe haben wir schon rum, gleich. Du hast Nosferatu's Glide Power, okay? Now you can rescue everyone in the village with more on-time flights than any superhero, okay? Ah, alles klar. Also wenn ich springe, muss ich Dreieck drücken und dann kann ich damit steuern. Ah, okay, es hat jetzt hier noch nicht so viel gebracht. Ich finde das richtig cool, die Idee. Dann kommen wir nämlich auch darüber. So, jetzt möchte ich aber noch ganz gerne nochmal eben da oben hin. Auf die Burg. Denn da waren wir noch nicht fertig, meine ich. Da waren noch ein, zwei Sachen. Hola. Auch das ist so eine Sache. Ich möchte gerne schon Sachen fertig machen, bevor ich was Neues anfange. Nee, hier hinten. Da, 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 da. Waka, waka, wuhu. Genau, hier war nämlich noch was. Höher kann man jetzt hier nicht, ne? Ne, ich dachte hier oben wäre irgendwas, das wäre gewesen hier, aber das ist nur so ein eingraviertes Dingens. Ach ja, das ist cool. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eben zu der anderen Zielscheibe hin. Ich weiß nicht, wann sich das hier öffnet. Keine Ahnung. Dun, dun, dun. Vielleicht durch das da oben wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Da oben waren wir auch schon. Hier kommt man nicht rein.